Dies ist alles Mögliche, aber keine Podcast-Folge. Es ist eine Danksagung. Es ist eine Top-Liste der meisten Veröffentlichungen meiner Podcast 2021. Und es ist ein Weihnachtsgeschenk für euch. Und es ist natürlich auch ein bisschen Werbung. Das darf ich nicht unterschlagen. Es geht um meine sämtlichen Podcasts und das Jahr 2021. Wir machen es folgendermaßen. Ich habe 11 Podcasts, von denen sind tatsächlich 6 aktiv. Und da habe ich dieses Jahr ganz viele Folgen produziert. Und deswegen benenne ich die alle und bedanke mich, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe, auch bei allen, die schon länger her sind. Wir fangen an. Auf Platz Nummer 11 ist Every Needful Thing mit Kai, Daniel, du und mir. Da habe ich im Jahr 2015 ein paar Folgen aufgenommen. Wir haben Dinge vorgestellt, die uns besonders gefallen haben, die wir getestet haben, die wir mögen, die wir haben. Und das war ein sehr kurzes Projekt, das leider keinen wirklichen Abschluss gefunden hat. Wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann könnt ihr uns natürlich sagen, dass ihr gerne da noch einen Abschluss und unsere Einhorn-Folge mit Champagnerbad haben wollt. Vielleicht würden wir die dann noch aufnehmen, Kai und ich. Auf Platz Nummer 10 ist der Firefly-Cast. 2014 bis 2018 kamen da Folgen mit Bastian Schlingelwölfle, Alexander Hoaxmaster Waschkau und mir. Auch bei den beiden möchte ich mich herzlich bedanken, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben, über den wir uns damals kennengelernt haben. Ein ganz großartiges Werk, wo die Serie Firefly einfach besprochen wird, inklusive dem anschließenden Film Serenity. Eine ganz fantastische Science-Fiction-Serie, viel zu kurz. Vielleicht gut, dass sie so kurz war, weil nur die Besten sterben jung und vielleicht wäre sie irgendwann schlecht geworden. So ist sie halt sehr, sehr gut, alle Folgen, die es da gibt. Es sind sehr wenige zugegebenermaßen. Auf Platz 9 ist und gut ist. Im letzten Jahr 2020 haben Felix Kling und ich uns überlegt, wir müssten einfach mal ein Projekt machen, einen täglichen Podcast zu veröffentlichen. Und dieser tägliche Podcast war einfach auf 24 Tage beschränkt, weil es ein Adventskalender war. Und ich habe festgestellt, es ist schon ganz schön anstrengend, so einen täglichen Podcast aufzunehmen. Und wir haben es danach auch nicht mehr weitergemacht. Aber es war ein interessantes Projekt. Wir haben einfach Dinge besprochen, die gut sind. Und gut ist, wir wollten halt ausschließlich positive Sachen besprechen und nicht über irgendwas uns ärgern, über irgendwas herziehen, irgendwelche Mängel aufzeigen, sondern einfach gute Laune verbreiten. Danke, Phoenix, dafür. Auf Platz 8 haben wir Minutenweise Matrix. Da kann ich gar nicht alle aufzählen, denen ich da danken möchte, weil wir nämlich so viele Gäste und Gästinnen hatten in diesem Podcast, die allesamt großartige Leistungen dazu beigetragen haben, dass dieser Podcast im Ganzen so gut ist, wie er ist. Es geht in diesem Podcast darum, den Film minutenweise zu besprechen, und zwar den Film Matrix, der berühmte Film der Wachowski-Schwestern, der aus gutem Grund einfach wert ist, so detailliert betrachtet zu werden. Im Jahr 2018 bis 2019 haben wir werktäglich eine Folge veröffentlicht, bis wir alle 137 durch hatten. Dann haben wir im Jahr 2020 noch eine extra Folge gemacht, um das Thema Trans in Matrix zu betrachten. Vielen Dank, Bastian Schlingelwölfle und Alexander Hoaxmaster Waschkau. Und selbstverständlich allen Gästinnen und Gästen, dass ihr an diesem Werk mitgemacht habt. Auf Platz 7 ist Hier ist auch nett. Hier ist auch nett ist ein Reiseformat, was Holger Krupp und ich uns ausgedacht haben. Im Jahr 2019 bis 2020 war Holger auf Weltreise und wir wollten unseren anderen Podcast nicht weitermachen. Und deswegen haben wir Hier ist auch nett ins Leben gerufen. Ein wunderschöner Reisepodcast, der vor allem eben von Holgers Reisen erzählt und sehr unregelmäßig erschien, weil wir nicht immer Termine finden konnten und weil das Netz auch an den Stellen, wo Holger war, in der Südsee oder wo zum Teil gar nicht mal so richtig gut war. Das war auf jeden Fall auch ein sehr schönes Projekt. Vielleicht kommt da noch mal irgendwann was nach, wenn noch eine Reisezeit von Holger ansteht. Aber der ist auch, soweit ich das sehe, jedenfalls erstmal abgeschlossen. Auch da haben wir im Jahr 2021 keine Folgen mehr veröffentlicht. Vielen Dank, Holger, auch dafür.
Jetzt wird es spannend, denn wir kommen in die Punktplatzierungen. Auf Platz 6 mit 2 Folgen ist mein Podcast Arnes Geheimschrank. Ein absoluter Quatsch-Podcast, wo ich Podcast-Ideen als Podcast-Folge-Episode produziere und sie einfach euch quasi präsentiere und ihr dann sagen könnt, ob euch das gefallen hat oder nicht. In den meisten Fällen ist das tatsächlich nichts Ernst Gemeintes. Also die tatsächlichen Podcasts, von denen ich weiß, dass sie gut werden, die mache ich einfach so. Aber es gibt einfach viele gute Ideen und viele dumme Ideen und manche von denen tauchen halt in diesem Podcast auf. Abgesehen davon brauche ich natürlich auch irgendwie einen Podcast, wo einfach Kram reinkommt, den ich gerne mal als Audio veröffentlichen möchte. Deswegen verwurste ich das dann in eine Podcast-Idee und veröffentliche das in Arnes Geheimschrank. 2 Folgen gab es im Jahr 2020. Da muss ich mich bei niemandem bedanken, außer natürlich bei euch lieben Höris, dass ihr da geantwortet habt, wenn ich gefragt habe, wie es euch gefallen hat. Auf Platz 5 mit 7 Episoden. Der Podcast, der seit 2019 besteht, Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwölfle, Alexander Hooks, Master Waschka und mir. Auch da herzlichen Dank an euch beide, dass ich diesen Podcast mit euch machen darf. Es hat dieses Jahr nicht so viel geklappt mit den Terminen. Da gab es sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Aus diversen Gründen brauchen wir gar nicht zu erläutern. Niemand ist schuld. Es ist einfach schwierig, Termine zu kriegen mit 3 Leuten, die alle viel beschäftigt sind. Der Podcast Werketreu James Cameron, der befasst sich mit den Filmproduktionen von James Cameron. Deswegen werketreu, weil es seine Werke sind. Und wir wollten eigentlich eine Episode pro Film machen. Das hat ein bisschen, ist es eskaliert. Und wir sind inzwischen beim 2. Film in der 20. Folge angekommen. Naja, 7 Folgen haben wir gemacht dieses Jahr, alle zu Aliens, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls 5. Platz, werketreu James Cameron. Auf dem 4. Platz und mein jüngster Podcast insgesamt ist mit Daniela, Boris und Tanja. Vielen Dank euch, dass ich den mit euch machen darf. 4 unter Deck. Einer meiner 2 Star Trek Podcasts. Dieser hier befasst sich mit der Serie Lower Decks, die einfach sehr, sehr fantastisch ist. Ich hatte das vorher nicht erwartet, aber in diesem Podcast reden wir tatsächlich 3 Stunden über eine 20-Minuten-Folge. Von diesen 20 Minuten sind auch noch 3 Abspann. Also es gibt in diesen Folgen unfassbar viel zu besprechen. Und das Schöne ist halt, dass wir allesamt verschiedene Herangehensweisen haben. Daniela, Boris, Tanja und ich, wir betrachten es alle aus sehr unterschiedlichen Sichtweisen. Boris und Tanja zum Beispiel wissen einfach erheblich mehr über Cross-Referenzen, Kreuzreferenzen, wie sagt man es auf Deutsch? Egal. Also die wissen einfach mehr über Star Trek und haben alles andere auch gesehen und wissen deswegen auch, okay, diese Flasche, die ist schon mal aufgetaucht in XY-Folge. Sowas finde ich total faszinierend, während Daniela und ich da einen etwas moderateren Ansatz haben, sage ich mal, und einfach so ein bisschen unsere Meinung kundtun. Jedenfalls ist das auch ein schöner Podcast. 8 Episoden haben wir dieses Jahr schon veröffentlicht. Wir planen nicht aufzuhören, solange es weitere Episoden von Lower Decks gibt. Auf dem 3. Platz ist offenbar The Orville. Ein Podcast, den ich mit Alexa Waschkau und Alexander Waschkau zusammen mache. Vielen Dank euch beiden, dass ich den mit euch machen darf. Das macht mir jedes Mal sehr viel Spaß. Zumal die meisten Folgen von The Orville, die Serie, die wir besprechen, auch einfach sehr, 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 sehr gut sind. Und wir besprechen dort die Episoden der Serie in je einer Podcast-Episode seit 2020. Wir haben es in diesem Jahr geschafft, 10 Folgen zu veröffentlichen. Das ist sehr, sehr, sehr gut und sehr viel. Ich freue mich da sehr drüber. Wir haben da einen monatlichen Turnus, genauso wie bei 4 unter Deck und Werketreu James Cameron übrigens. Das klappt halt nur da auch nicht immer, weil es auch immer Terminschwierigkeiten gibt. Wir sind alle viel beschäftigte Leute und Podcasting ist halt, also selbst wenn es mein Beruf wäre, die anderen haben ja auch noch andere Dinge zu tun. So und so haben wir halt alle andere Dinge zu tun und deswegen klappt das nicht immer alles. Offenbar The Orville. Auf Platz 2 kommt Gestern, heute, übermorgen mit Nils Hunte, Frank Wolf und mir.
Nils Frank, schön, dass ich diesen Podcast mit euch machen darf. Ich freue mich da jedes Mal sehr drüber, weil es einfach so eine Therapiestunde ist, wenn wir über Star Trek Next Generation oder Voyager oder Picard reden. Und das macht mir einfach immer viel Spaß, auch allein deswegen, weil diese Folgen so viel mehr hergeben, wenn man sie sich genauer betrachtet, als ich das in Erinnerung hatte. Und es ist bei den meisten Folgen tatsächlich schon sehr, sehr lange her, dass ich die geguckt habe. Next Generation Folgen mit Barclay zum Beispiel. Das war ein Spoiler, kommt in der nächsten Episode. Und das macht einfach immer Spaß. Vor allen Dingen, weil ihr beide auch andere Ansichten, andere Herangehensweisen daran habt, das zu betrachten als ich. Und da bin ich jedes Mal sehr dankbar für eure Einblicke. 17 Folgen haben wir dieses Jahr 2021 geschafft. Das liegt vor allem an der strikten Planung von Nils. Vielen herzlichen Dank besonders dafür. Und auch für die Shownotes, die macht auch Nils. Das nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Oh, wo wir bei Shownotes gerade sind, Daniela macht die Shownotes für 4 unter Deck. Auch dafür vielen, vielen Dank. Und auf Platz 1 mit großem Abstand, mit 47 Episoden 2021, eine kommt noch dazu, im Jahr 2011 gestartet, 2019 aufgehört, zugunsten von Hier ist auch nett, und im Jahr 2020 wieder gestartet, der Podcast Dirty Minutes Left mit Holger Krupp und mir. Dirty Minutes Left ist einer der dümmsten Namen, den ich mir vor 10 Jahren ausgedacht habe. Trotzdem habe ich den genommen, weil ich ihn irgendwie witzig fand. Dirty Minutes Left ist ein Podcast, dessen Konzept ist, wir trinken in jeder Episode ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk und anschließend reden wir über alles, was uns so einfällt. Und unsere Shownotes befassen, also haben immer die Oberthemen Events, also Erlebnisse, Reisen und Welt, Health, Ernährung, Sport und Fitness, Technik, Apple, PC, Gadgets, Entwicklung, Updates zu unseren anderen Projekten. Also das ist auch der Podcast, wo ich am meisten erzähle, wie es in den anderen Projekten so läuft. Und Sonstiges, wie zum Beispiel Kino oder Fernsehen, Filme und Bücher. Und das sind alle meine Podcasts. Und ich möchte mich bei euch lieben Mithosts und Hostinnen bedanken, dass ihr das mit mir macht. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist wirklich eine tolle Sache. Podcasting macht mir einfach irre Spaß. Und ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Und freue mich, dass ihr das mit mir macht. Und ich möchte mich selbstverständlich auch bei euch, liebe Höris, bedanken, dass ihr das alles hört. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr den ganzen Kram finden könnt, könnt ihr auf compendion.net gehen und da die anderen Werke alle angucken, die ich so mache. Da steht nicht so furchtbar viel bei, aber ihr könnt es abonnieren und dann einfach hören, was euch gefällt. Und mir gerne auch Feedback dazu geben, was euch gefällt und was nicht. Am einfachsten geht es tatsächlich auf Twitter. Da reagiere ich sofort. Da heiße ich Codenager. Und ihr könnt aber auch jeweils in den Episoden, da gibt es auch überall so ein Kommentarfeld unten drunter, da könnt ihr das auch jeweils zuschreiben, ob euch was gefallen hat oder nicht. Das ist auch für alle Episoden jemals immer noch offen. Also auch wenn ihr Fragen habt zu Every Needful Thing oder Firefly Cast, dann könnt ihr die da auch immer noch drunter schreiben. Möglicherweise sehe ich das nicht, weil die E-Mail-Benachrichtigung von WordPress nicht so gut funktionieren, aber ansonsten beantworte ich das auch jetzt immer noch sehr gerne und freue mich immer, wenn ihr schreibt, ob ihr was gehört habt, vor allem wenn es euch gefallen hat. Und damit, liebe Leute, verlasse ich euch für dieses Jahr. Wie gesagt, eine Folge Dirty Minutes Left kommt noch. Und damit war das Jahr 2021 ein podcast-technisch für mich sehr erfolgreiches Jahr. Ich habe einfach sehr, sehr viel Spaß gehabt, sehr viele Folgen produziert für euch. Alle kostenlos zu hören, selbstverständlich. Ihr dürft mich unterstützen, auch da findet ihr ein paar Links auf meiner Companion-Seite. Wenn ihr mögt, natürlich nur. Am meisten freue ich mich aber darüber, wenn ihr mir einfach sagt, wie es euch gefallen hat und ob es euch gefallen hat. Und wenn ihr Kritik habt, die tatsächlich dafür sorgen könnte, dass meine Podcasts besser werden, dann bitte unbedingt her damit. Ich habe dafür tatsächlich einen Discord-Server auch eingerichtet. Dort findet ihr für jeden einzelnen meiner Podcasts einen Kanal, wo ihr auch eure Informationen, eure Kritik, eure Ideen loswerden könnt. Dankeschön. Ich wünsche euch was. Eine schöne Endzeit und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, das war Minutenweise Matrix. Diesen und weitere Podcasts findet ihr bei compendion.net. Hey, ich bin Arne und das war Werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net. Hey, ich bin Arne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net. Hey, ich bin Arne und das war 4 unter Deck. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net. Hey, ich bin Arne und das war 30 Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. 30 Minutes Left. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen, großartigen Folge von Werketreu James Cameron. Lange ist es her, aber das merkt ihr nicht, wenn ihr den Feed einfach viele Jahre später hört. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich auch heute wieder der Alexander Huxmaster Waschkau. Schönen guten Morgen. Ahoi. Achso, ich muss weitermachen. Ne? Ich bin überhaupt nicht mehr im Training. Und natürlich auch mit dabei aus dem fernen, aber nicht weniger schönen Süden der Republik, der Bastian Schlingelwölfle. Wunderschönen guten Tag und natürlich mit nichts außer einer Fliege bekleidet und einem Pferdeschwanz vorne und hinten. Nein, okay, das können wir nicht bringen. Das musst du als Outtake machen. Das kommt davon, wenn man durchdrüber nachdenkt, was man sagt. Herrschaftszeiten. Ich glaube, wir sollten noch mal von vorne. Herrlicher Hottag, aber den kann ich auf keinen Fall in die Folge bringen. Ach. Eigentlich müssten wir für sowas jetzt auch mal das Zoom-Ding mitlaufen lassen, als Aufnahme, ehrlich gesagt. Dann würden wir jetzt alle verheult aussehen. Ja. Das wäre aber für irgendwie Instagram oder so wahrscheinlich Gold wert. Das stimmt wohl, ja. Ja, in der Tat. Oh, jetzt habe ich Bauchweh. Mhm. Ich habe ein bisschen runde Augen. Meine Brille beschlägt. Eieiei. Hör auf zu grinsen, Schlingel. Ei. Puh. Jetzt hat er auch noch eine Brille zum Fenster. Ich krass, Mann. Hör mal auf. Wie siehst du denn aus? Jetzt wird's so hell, das hab ich sogar nicht erst. Wow. Jetzt siehst du aber auch aus wie ein Pferdeschwanz. Vorne und hinten. Alles vorne rudert. Oh je. Ach, warte mal, ich muss vielleicht noch, warte mal, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Anfangen. Ich will gerade noch hier die leise Maus koppeln. Das ist dann schöner für alle Beteiligten. Klick, 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 klick. Genau. Klick, 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 klick. Es ist gut, dass ich jetzt ein neues Keyboard habe, das besonders clicky ist. Ja, das, nice. Das ist sehr, sehr gut. Das hört man auch fast gar nicht, wie ich festgestellt habe. Ja, hoffentlich spielst du Melodien drauf.
Ich putze mir noch schnell die Nase und dann. Okay, alles klar. Und dann vergesse ich das bei der Aufnahme, dass wir zwei Anfänge hatten. Wahrscheinlich. Und schmeißt er einfach so auf den Feed raus. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Werkgetreu James Cameron. Lange ist es her, aber das merkt ihr nicht, wenn ihr diesen Feed in 4 Jahren hört. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich der Alexander Hoaxmask. Scheiße. Irgendwie, wenn du so dicht ans Mikro rangehst, machst du, glaube ich, dein Noise Gate zu oder so, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Nee, ich habe kein Noise Gate. Also. Ich habe nur neues Canceling und Kopfhörer. Also, dann. Da kommt nichts Neues rein. Das ist gut, dann hörst du uns auch gar nicht. Oh Gott, dabei habe ich heute habe ich nichts getrunken. Vielleicht liegt es daran. So. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Werkgetreu James Cameron. Die gleichen Witze immer wieder zu machen, lohnt sich nicht, deswegen machen wir diesmal keine. Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich der Alexander Hoaxmaster Waschkau. Hallihallo. Ich musste jetzt einmal das Pferd machen, es tut mir leid. Er fährt den Witz direkt an die Wand, das ist super. Eieiei. Na, okay. Soll ich nach deiner Begrüßung übernehmen? Das, oder willst du es nochmal von vorne in einem Rutsch machen? Einmal von vorne, ist bestimmt einfach. Hallo. Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Werkgetreu James Cameron.